Während Erdgas bereits vor Jahrmillionen entstanden ist, entfaltet sich sein Wert erst in der Gegenwart als täglicher Energiemotor. Doch wie kann das Erdgas transportiert werden, nachdem es aus den Tiefen der Erde gefördert wurde? Die Produktions- und Importpunkte sowie Verbrauchsregionen und Marktgebiete sind quer durch Europa via Pipelines miteinander verbunden. Die Gasstation im niederösterreichischen Baumgarten ist Österreichs größte Import- und Übernahmestelle für Erdgas. Sie ist die zentrale physikalische Drehscheibe im europäischen Erdgasnetzwerk und leistet einen wesentlichen Beitrag für die Versorgung Österreichs, Deutschlands, Italiens, Frankreichs, Sloweniens, Kroatiens und Ungarns. Gashändler buchen beim Betreiber der Pipeline Kapazitäten und bezahlen dafür eine Transportgebühr. Seit 2011 müssen Netzbetreiber vollständig vom Gashändler und Produzenten unabhängig sein. Also Gasproduzenten und Gashändler dürfen innerhalb der EU weder Pipelines errichten noch betreiben. Auch in Österreich ist der Bereich des Gasverkaufs und Handels wirtschaftlich komplett von jenem des Transports via Pipelines getrennt. In der OMV verantworten die MitarbeiterInnen des Logistics-Teams der OMV Gas Marketing und Trading die Buchung von Transportkapazitäten bei den Fernleitungsnetzbetreibern. Gas Connect Austria ist unter anderem zuständig für den Transport von und nach Deutschland und TransAustria Gasleitung für den Transport von und nach Italien. Somit ist die Basis für unsere Erdgasversorgung durch Förderung und Transport gelegt. Doch damit wir Erdgas täglich nutzen können, benötigt es mehr als eine bestehende und funktionierende Infrastruktur,